Das Typische, womit so ein Training beginnt, ist Einspielen zu zweit senkrecht zum Netz. Los geht's. Okay, das ist Einspielen zu zweit senkrecht zum Netz. Das heißt, wir sind hier genau in der Schnittstelle zwischen dem Techniklernen und dem Erwerbstraining. Und hier geht es darum, keine Fehler zu machen. Die Grundtechniken müssen beherrscht sein. Der Trainer hat als Aufgabe hier genau zu gucken, dass wir eine saubere technische Ausführung haben von Baggern, von Pritschen und von allem, was in diesen Zweiergruppen passiert. Standardbedingungen heißt immer wirklich auf Qualität achten. Standardbedingungen heißt für den Trainer aber auch immer, möglichst schnell davon weg und was anderes machen. Denn Standardbedingungen sind gut für jemanden, der etwas lernen muss und das üben muss. In dem Moment, wo ich aber etwas fortgeschrittener bin, geht es darum, möglichst schnell das Ganze zu erschweren, schwierigere Dinge zu machen. Und das werden wir jetzt mal tun. Am Netz pritschen, hinten baggern. Und wenn du gebaggert hast hinten, möchte ich, dass du zur Seite gehst, eine Pritschbewegung ohne Ball machst, zurückkommst und dann den nächsten Ball von deiner Partnerin baggerst. Wieder hier, ohne Ball, eine Seitenwitzbewegung und wieder baggern. Los geht's. Okay, einmal kurz festhalten. Jetzt möchte ich, dass du ein bisschen mehr darauf achtest, wie du dich hier hinten bewegst. Okay? Wenn du also hier gebaggert hast und du bewegst dich zur einen Seite, dann möchte ich, dass du auf so einer Kreisbahn läufst. Also ich möchte, dass du ausgerichtet bist zu deiner Partnerin dahin. Ich möchte nicht, dass du zur anderen Seite ausgerichtet bist. Also nicht dahin ausgerichtet sein, sondern immer zur Partnerin bleiben. Okay? Gilt für alle. Okay? Eine nach links, eine nach rechts Bewegung. Los geht's. Ja? Hin und zur Partnerin gedreht bleiben. Richtig. Zurück und zur Partnerin gedreht bleiben. Und der gebaggerte Ball soll hier vorne ankommen bei deiner Partnerin. Okay? Sie muss pritschen können und er soll genau bei ihr ankommen. Okay, sieht sehr gut aus. Wird Zeit, dass wir wechseln. Ganz normal weiter pritschen und baggern, dabei die Positionen tauschen, ohne dass der Ball runterfällt. Ganz normal baggern und pritschen. Vorne und hinten tauschen. Und die Partnerin von hinten muss jetzt wieder nach links und rechts sich bewegen, eine Pritschbewegung machen. Denk an diesen Halbkreis, immer ausgerichtet sein zu deiner Partnerin. Ja, du pritschst gerade, ist richtig. Das ist richtig. Okay. Was wir hier sehen können, ist, dass sehr wenige Bälle nur wegfallen. Die sind alle im Spiel, das heißt, die Spielerinnen sind gut und haben diese Grunddinge drauf. Ich muss immer darauf achten, dass die Bälle gut vorne ankommen und ich muss als Trainer darauf achten, dass ich das Ganze ein bisschen schwieriger mache. Das tun wir jetzt mal. So, nochmal anhalten bitte. Okay, tausch nochmal wieder vorne und hinten. Okay, und wenn ihr drei am Netz jetzt einfach mal eine weiter dreht, du von hinten in die Mitte und hier und dann zack, einmal darüber, haben die alle neue Partnerin. Okay, Aufgabe am Netz ist es, immer nach hinten zu pritschen, umdrehen, Blocksprung, zack. Und hinten ist die Aufgabe, zweimal zu baggern, das heißt einmal zu baggern den Ball und dann wieder nach links die Bewegung und trocken zu baggern ohne Ball, um wieder in die Mitte zurückzukommen. Genau was ihr eben mit Pritschen gemacht habt, hier hinten mit Baggern. Los geht's. Okay, und als Trainer achte ich darauf, ist die Technik noch da? Kommen die Bälle noch gut an da vorne? Sonst muss ich hier eine Hilfestellung geben. Und auch Netzberührung im Block dürfen wir nicht haben. Da müssen wir drauf achten. Ohne Netzberührung. Genau, super. Okay. Prima. Gut. Halte mal die Bälle fest. Komm mal wieder ein klein bisschen dichter zusammen. Okay. Was wir als nächstes brauchen, sind Dreiergruppen. Das ist jetzt nicht so schwer in der Sechsergruppe, oder? Haben wir Glück. Ich hätte gerne eine Spielerin vorne am Netz. Okay. Und ich hätte gerne zwei Spielerinnen hier hinten, links und rechts, sodass wir eine Aufstellung haben in einem Dreieck. Okay. Eine Aufstellung haben in einem Dreieck. Thomas brauche ich als Co-Trainer. Legen wir den Ball weg. Bleiben wir dann hinterm Netz stehen, hinter ihr. Okay. Also noch eine links, eine rechts. Da auch eine ans Netz. Und hier hinten einfach eine links, eine rechts. Okay, und unsere Aufgabe als Trainer ist es jetzt, hier etwas ins Spiel zu bringen.
Es soll immer noch gebaggert werden und gepritscht werden. Hinten baggern, vorne pritschen. Aber während der Ball zu dir unterwegs ist, werden wir beide, Trainer, Co-Trainer, ansagen, rechts oder links. Und wenn ich rechts sage, spielst du nach rechts. Wenn ich links sage, spielst du ihn nach links. Das werden wir aber erst sagen, wenn der Ball wieder runterkommt. Alles klar? Okay, also werden wir das mal versuchen. Los geht's. Baggern und pritschen. Okay, einfach hinpritschen, den ersten ganz egal wohin, dass es losgeht. Links. Rechts. Rechts. Das ist Technik-Variationstraining. Links. Der soll gepritscht werden. Musst du dich hinbewegen. Rechts. Links. Rechts. Okay, gut. Halt mal fest den Ball. Nächste Aufgabe ist, das ist eine Übung für da vorne. Ihr hinten müsst mehr tun, indem ihr nach jedem geraten Ball wieder wechselt. Links, rechts. Okay, immer dann, wenn eine von euch beiden den Ball nach vorne spielt, wechselt ihr beide die Position. Ersten Ball spielst du einmal nach hinten und dann geht's los. Einmal nach hinten. Genau. Okay, rechts. Rechts. Links. Links. Rechts. Links. Rechts. Okay, okay, gut festhalten bitte. Ja. Als Trainer müssen wir wieder darauf achten, die Bälle müssen immer noch gut ankommen, die Bewegungen müssen alle noch da sein und das Ganze ist schwieriger. Ihr habt zumindest mehr Laufarbeit gehabt jetzt gerade. Okay, und musstet euch verständigen, wer vorne, wer hinten lang geht. Ja, was schwierig ist am Anfang, das ist die Aufgabe, die ihr lösen müsst. Okay, und du hast die Aufgabe, jetzt mal zu drehen, damit jemand anders mal ins Netz kommt. Also in der Dreiergruppe einfach mal drehen. Okay. Und das, was wir vorhin gemacht haben mit Blocksprung, kommt jetzt wieder. Wir sagen wieder an, rechts oder links. Und wenn du den Ball gespielt hast, machst du noch einen Blocksprung. Ich kann auch die Positionen sagen. Ne? Position 1, Position 6. Ja. Im regulären Feld, kann ich auch sagen. Okay? Position 1, Position 6. Ja? Na los. Los geht's. Blocksprung, genau. 1. 6. Genau, und ihr könnt mit Tauschen weitermachen. 6. Gut, ist im Spiel. Versuch ihn. Okay, 1. Okay. Nächster Ball. Gut. 1. Zack. Ja. 1. Okay. 6. Oh, Entschuldigung, das war zu früh. 6 ist die Ansage. 6. 1. 6. Okay. Gut. Festhalten bitte den Ball. Okay. Wir haben hier eine Kombination von verschiedenen Dingen. Ne? Das heißt, wir haben hier Technik-Variationstraining für die Hinterspieler haben wir eine koordinative Zusatzaufgabe mit dem Tauschen links-rechts. Sie müssen peripheres Sehen so ein klein bisschen schulen, damit sie nicht gegeneinander laufen. Und die Zuspielerin vorne am Netz haben wir ein bisschen unter Druck gesetzt, weil sie jetzt sich immer wegdrehen musste. Sie musste blocken. Das heißt, sie konnte den Ball gar nicht sehen. Was auffällt in diesen Einheiten ist, die Qualität wird schlechter. Ne? Das ist ein ganz normaler Fall. Der Ball fliegt nicht mehr so genau. Und das ist dann der Trainingseffekt. Ja, wenn man das trainiert und es besser wird, dann ist der Spieler tatsächlich besser geworden, dann habe ich die Qualität erhöht. Das erreicht man nicht mit Standardbedingungen, das erreicht man nur dadurch, dass hier mehr passiert und mehrere Dinge dann eben kombiniert. Okay, machen wir weiter. Wir brauchen immer noch eine Spielerin am Netz, das ist gut. Und wir brauchen zwei Spielerinnen hinten, aber ich möchte eine hinten in der Mitte haben und eine hier auf der Auslinie, hier auf der Grundlinie als Warteposition praktisch. Okay, und ihr habt die Aufgabe, abwechselnd zu spielen. Du spielst also den ersten Ball, musst dann nach hinten, du spielst den zweiten Ball. Okay, das ist schon alles. Du spielst den Ball an, sie baggert ihn zurück, vorne pritschen, hinten baggern. Und das, was du machen sollst, ist, du sollst den Ball einmal zwischenspielen, gerade hochspielen, okay, und dann zurückspielen. Aber du darfst ihn nicht gerade zurückspielen, sondern du spielst ihn ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts von ihr. Das ist die eigentliche Aufgabe. Das ist alles. Okay, und dann wird immer gebaggert, Zwischenspiel, drehen, nach hinten gepritscht, los geht's. So, einmal zack. Genau, richtet euch 2 Meter nach links oder rechts pritschen. Okay. Okay. Worauf wir achten wollen, du spielst den Ball gerade hoch und drehst ihn nach links und rechts, so wie wir das vorher auch gehabt haben. Okay? Du musst dich ja bewegen nach links oder rechts. Und das, was ich gerne von dir sehen möchte, ist, du sollst dich nach links oder rechts bewegen,
bevor sie den Ball spielt. Okay? Woran siehst du das? An ihren Schultern. An einer Körperdrehung. Ja. Ne? Wenn sie sich mit den Schultern, also mit dem ganzen Oberkörper in die eine Richtung dreht oder in die andere Richtung dreht, daran kannst du das sehen. Und dann kannst du schon rüberlaufen. Okay? Bevor sie das spielt. Das ist das, was wir hier haben wollen. Los geht's. Ersten Ball einfach hin. Genau, dann spielt sie. Zack. Sie spielt ihn gerade hoch, sie dreht sich. Super. Kriegen wir hin. Hier dasselbe. Anderen Gruppe. Prima. Das ist gut. Das ist gut. Hat gestimmt. Super. Okay, das passt. Halte mal den Ball fest. Es ist dieselbe Übung, nur hier am Netz machst du kein Zwischenspiel mehr. Ja? Du musst den Ball hochspielen und du drehst dich vorher in die eine oder andere Richtung und spielst den Ball dahin und du musst früher gucken, weil kein Zwischenspiel mehr kommt und musst dich in die Richtung bewegen, bevor sie den Ball da tatsächlich hinspielt. Los geht's. Ersten Ball einfach nach hinten werfen, dann geht's los. Ist gut. So, und jetzt guck dir an, wo sie ist. Und guck dir an, wo sie sich hindreht. Und da musst du dich hinbewegen, bevor sie den Ball spielt. Guck dir sie an. Bevor sie den Ball spielt. Bevor sie den Ball spielt. Der war gut. Der war sehr gut. Das ist zu spät. Ja, du kannst noch ein bisschen früher. Okay, immer wieder den Ball in die gerade Linie hier kriegen, dass sie den genau nehmen kann. Richtig. Prima. Okay, das sieht sehr gut aus. Okay. Prima. Halten wir mal fest, die Bälle. Okay, und mit dieser kleinen Geschichte sind wir vom Erwerbstraining rübergegangen zum Anwendungstraining. Das heißt, die Spielerin musste etwas beobachten und das, was sie beobachtet hat, musste sie umsetzen in eine Handlung. Hier war es einfach in dem Gehen nach links oder rechts. Und dieses links oder rechts musste sie umsetzen, bevor tatsächlich der Ball auf sie gespielt wurde. Das ist das Entscheidende und darauf muss der Trainer in dieser Situation achten. Und wir wollen das immer noch hinkriegen, dass die Qualität hoch ist und das ist die Schwierigkeit, jetzt beides zu koppeln. Hohe Qualität und das Beobachten, das Erkennen des Balles und das Spielen in die eine oder andere Richtung. Okay. So, und das, was wir eben jetzt hier gerade im Feld gemacht haben, machen wir jetzt nochmal in der Spielform. Okay, das heißt, wir haben eine Spielerin hier, eine Spielerin drüben und praktisch eine Zuspielerin für beide Seiten, die unter dem Netz durch muss. Okay, und die Aufgabe ist es, wenn du als Drittes in der dritten Ballberührung den Ball rüberspielst, musst du mit deiner Drehung ganz genau anzeigen, ob du ihn in die eine Richtung oder in die andere Richtung spielst. Ne? Du hast die eine Feldhälfte, die andere Feldecke. Okay? In eine von beiden Richtungen musst du dich entscheiden. Und ich möchte gerne sehen, dass die Spielerin, die hier in der Abwehr ist, und wir reden nur von Baggern und Pritschen hier, ne? Ganz einfach, wir reden nur von Baggern und Pritschen, die Spielerin, die hier ist, soll sich bewegen in die eine oder andere Richtung, bevor tatsächlich der dritte Ball da gespielt wird auf der anderen Seite. Genau, da kommt der Ball, richtig. So, und jetzt zeige ich an mit der Drehung. Spielst du nach links oder spielst du nach rechts? Richtig, du musst auf die Angreiferin praktisch achten. Ne? Wo spielst du ihn hin? Und dann bewegst du dich, zack, okay? Guck dir an den Oberkörper. Genau, jetzt guck hier auf den Oberkörper. Ah, der war gebaggert. Den dritten Pritschen. Guck dir an, wo ist hier ausgerichtet? Richtig, passte genau. So, hier wieder gucken. Gut. Okay, da hast du nicht richtig gestanden. Das kannst du besser. Und jetzt guck wieder, wo ist sie ausgerichtet? So links oder rechts? Richtig, da hast du dich früh bewegt. Der war super. Der war genau richtig. Der war auch gut da drüben. Standst schon frühzeitig da, wo du hin sollst. Auch der war gut. Da standst du auch schon früh. Das ist prima.
Der große Vorteil bei dieser Form, in dem Moment, wo die Spielerin beobachten müssen, aufgrund der Beobachtung eine Handlung einleiten müssen, ist, es ist viel mehr Bewegung auf dem Spiel. Wer das mal gesehen hat bei Mannschaften unteren Leistungsbereich, die das nicht machen, die stehen ganz viel auf der Stelle und versuchen, den Ball zu kriegen, wenn er in ihre Nähe fliegt. Hier beobachten sie etwas und müssen dahin gehen, wo der Ball geht. Und dadurch habe ich eine ganz andere Bewegung auf dem Feld. Okay, sammelt ihr mal alle Bälle ein, bitte.